Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich denke, das Thema kann man eigentlich auch sachlich abhandeln. Ich denke, dass es auch insofern richtig ist, dass wir die Anträge, die zu dem Thema, und das betone ich hier mit Wohneigentum, gestellt worden sind, dass wir die in den entsprechenden Ausschüssen miteinander behandeln. Ich will aber die Position meiner Partei in Kürze darstellen. Das Thema der kontinuierlichen Erhöhung der Grunderwerbsteuer in den einzelnen Bundesländern, das muss man mal sagen, und der Quasi-Wettbewerb, der sich im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland daraus ergeben hat, ist schon ein Thema wert. Insofern danke ich denjenigen, die hier die Anträge gestellt haben, dass sie mal den Finger auf diese Wunde gelegt haben. Kapitalbeschaffung für die öffentliche Hand kann ja kein Grund sein, auf Dauer immer höhere Grunderwerbsteuer festzulegen und das auch noch völlig unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern. Andererseits sollte nach unserer Auffassung der Antragsgegenstand der Grunderwerbsteuererhöhung eingebettet sein, wie ich finde, in ein größeres Konzept. Und es ist natürlich auch zu prüfen, inwieweit die Haushaltslage in unserer Berliner Lage einiges hergibt, um Änderungen und so weiter herbeizuführen. Aber das sollte man vielleicht in Ruhe miteinander besprechen. Am wichtigsten erscheint mir, dass die Bürgerinnen und Bürger Besitz und Eigentum und die damit verbundenen Vorteile für den Einzelnen, für seine Familie, für seine Nachkommen, für seine Kinder weiterhin als Wert real erfahren. Und das ist der Sinn auch dieser Debatte, wenn wir um Sinn und Zweck von Wohneigentum, selbstgenutztem Wohneigentum sprechen. Die Antragsteller haben in ihren Anträgen auf Steuerlasten infolge Grunderwerbsteuer und auf Minderungen der Steuerlasten hingewiesen. Mir erscheint es wichtig, darauf hinzuweisen, dass gemäß Berliner Verfassung, und das hat ja eine Vorrednerin eben auch zitiert, das Land Berlin die Bildung von Wohnungseigentum selbst fördert. Das heißt, es handelt sich hierbei um einen Verfassungsauftrag. Sicher, dabei spielt auch die Grunderwerbsteuer als sogenannter Nebenkostenfaktor eine Rolle. Sie ist jedoch eine von mehreren Schrauben, mit der das verfassungsgemäße und auch gesellschaftliche Anliegen, da es ja in der Verfassung schon verankert worden ist, ist es ein gesellschaftliches Anliegen, der Bildung von Wohnungseigentum beeinflusst werden kann. Wenn ich die vorliegenden Anträge lese, kann ich feststellen, die Antragsteller selbst haben den Begriff des selbstgenutzten Wohneigentums in ihre Bezugnahme ausdrücklich eingesetzt. Nur darum geht die heutige Debatte. Und dazu gäbe es aus Sicht meiner Partei neben der Frage der Grunderwerbsteuer und auch der Freibeträge, die hier mehrfach in den Vorschlägen zitiert worden sind, mehreres andere zu sagen und zu berücksichtigen, beispielsweise Wohneigentumsbildung als Teil der Altersversorgung, als Chance der Altersversorgung und auch der Sicherung. Familienförderung, wie es meine Partei vorgeschlagen hat, zum Beispiel mit Familienbaudarlehen oder durch Einbeziehung des Themas erwerbkostengünstigen Wohnungseigentums in großen Stadtentwicklungsprojekten und weiter Eigentumsprogramme für Mieter städtischer Wohnungsbaugesellschaften mit Erwerb für Selbstnutzer, alles nachzulesen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin? Nein, ich bin gleich fertig. Meine Ausführungen geben nur einen Teil der Überlegungen und der Forderungen, die meine Partei bereits in den letzten Jahren vorgetragen hat, wieder. Auf die werden wir dann im entsprechenden Fachausschuss zurückkommen. Frau Becker, ich will nicht auf Ihre Polemik hier eingehen. Ich werde meinen Vortrag hier sachlich beenden. Mir persönlich scheint jedenfalls die Berücksichtigung von jungen Familien und Familien, insbesondere mit Kindern, beim Erwerb vom Wohnungseigentum wichtig zu sein. Auch die Schaffung von Baukostenzuschüssen in diesem Zusammenhang wäre zu prüfen. All dies sollten wir im Fachausschuss miteinander bereden. Zum Schluss, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen sagen, der Zeitpunkt für die Förderung und Bildung selbstgenutzten Wohneigentums ist besonders günstig. Vor dem folgenden wirtschaftlichen Hintergrund. Das können Sie immer, lesen Sie doch bitte den Wirtschafts- und Finanzteil der FAZ der letzten Wochen, dann werden Sie das bestätigt finden. Die Einkommen sind gestiegen, der Arbeitsmarkt ist stabil, es gibt kaum noch Arbeitslosigkeit. Die Zinssituation ist für die Eigentumsbildung trotz gestiegener Immobilienwerte günstig. Vielen Dank, meine Damen und Herren.